Habe ich wirklich Sand gesagt und kein Dust? Dass ich vielleicht Dust für Glowstone haben wollte? Stimmt, ja. Ich brauche Dust. Dust und dann im Stahlmesh. Ich brauche Glowstone. Das war das. Und hör bitte auf, mich durch die Gegend zu schieben. So. Das kommt da rein, das kommt da rein. Passt. So. Dann brauche ich noch jede Menge Kram. Jetzt habe ich noch Kohle im Inventar. Warum habe ich Kohle im Inventar? Komm, jetzt weg. Ich bin verschwenderisch, was das angeht. Ja, ich brauche jetzt noch Stahl. Ah, toll, wir hatten hier noch Tin Plates. Sogar in recht großer Menge. Egal, mach ich nochmal ein paar mehr. Schadet, glaube ich, nicht. So, 1,5 Stacks Stahlplatten. Brauche ich jetzt noch Rough Iron. Ach, bin ich froh, wenn wir ein Auto-Crafting-System haben. Lass mich träumen. Ja, ja, lass mich doch. Ich frage mich auch ehrlich gesagt, wir haben angefangen umzubauen und jetzt bauen wir was Neues auf, anstatt erstmal vernünftig alles aufzubauen wieder. Ah, das ist normal. Das muss so. Ja, vor allem das Loch hier im Boden ist normal. Ich würde aber auch gerne allgemein von den Steam-Maschinen weg. Einfach, weil die nur noch nerven, um ehrlich zu sein. Oder was meinst du? Warum nicht? Nerven die dich noch nicht? Nö. Schön, du bist ja die meiste Zeit nicht da. Was soll das heißen? Genau das, was ich gesagt habe. Ah ja. Ach, scheiße, ich kann da gar kein Gold einspeisen. Ah, nee. Ach komm. 5 Stacks. Sollten erstmal reichen. So, 5 Stacks Eisennuggets erstmal durch. Nee, gar nicht mal. Zeug fertig. Bitte? Das Bienenzeug? Dafür müssten wir erstmal die Maschinen alle soweit fertig hinpacken. Achso. Deswegen meine ich halt, wir machen im Prinzip den Kram, bevor wir überhaupt mal vernünftig angefangen haben. Das meine ich da mehr oder weniger mit. Wir haben wieder ein paar Topaze. Ein ganz paar. Was heißt ein paar? 12 Stacks. Ach du Scheiße. Hab ich ja durchschmelzen lassen. Oh, der Tank ist schon voll. 32 Buckets Lava. Und der erste aber auch. Das geht schnell. Passt. Das brauche ich nur noch. Warte mal. Wir haben echt eine Kistensortierung, ey. Die ist nicht vorhanden. So, das heißt, ich brauche jetzt 7 von denen. Und... Oh, was machst du denn jetzt für 7 von denen? Hä, ja, was denn? Nee, nee. Achso, weil er hier alles mittlerweile beanschlagt. Warum hast du... Achso, okay. Rough Iron. Wenn du willst, schmeiß was anderes rein, wenn du gerade was brauchst. Ich würde es halt... Ich würde es halt quasi hauptsächlich eigentlich nur haben... Ah, das muss auch mal durchgeschmolzen werden, alles. Zusammengecraftet werden. Machst du das mal bitte? Also ich bin halt gerade dabei, die Turbinen zu bauen schon mal. Ja, ich baue gerade die High Pressure Steam Lava Boiler. Warum? Ach, die Dinger, ja. 7 Stück reichen, glaube ich, erstmal. Ja. Wobei wir natürlich eigentlich auch die, die hier stehen, dafür benutzen könnten. Ja, ich baue trotzdem noch ein paar. Ja, ich meinte nur, also 5 Stück haben wir. Wenn du noch 7 weitere baust, haben wir quasi einen kompletten Bereich da. Müssen wir halt nur gucken, verschiedene Pipes oder sowas nehmen.
dass die sich nicht verbinden untereinander. Weil sonst haben wir halt wieder zu wenig Dampf. Was halt ein bisschen nervig wäre. Oder die Maschinen verbrauchen einfach zu viel. Shit, da habe ich gar nicht dran gedacht. Hey, warum wird nicht ein eigenes Steam-System für da hinten? Ja. Also, sozusagen. Ja, nur trotzdem. Wir haben ja immer noch das Problem, dass wir 20, 30 Maschinen gefühlt dahinstellen müssen. Also allein die ganzen Forgehammer. Also die Breaker würde ich mit Steam machen, also mit Strom, Entschuldigung. Aber die Breaker würde ich tendenziell eher mit Forgehammer machen. Mit Steam, Entschuldigung. Ja, kann man auch machen, ja. Wobei wir dafür halt wieder Unmengen an Bronze brauchen. Ja. Haben wir halt nicht den Ausguss da unten wieder hin. Bisschen hässlich leider, aber geht halt nicht anders. Weil wir den Timer noch nicht bauen können. Ja. Hier ist noch Berg. Kupfer. Ja, ich habe jetzt 3 Cars gemacht und 3 Ausgüsse. Ne. So. So. Achso, ja. 6 genau. Blöcke sind drinne. Also ich hoffe ja, dass die ein bisschen schneller sich mal verbinden. Kannstest du mal bitte einen Repeater bauen? Nein. Danke. Bitte. Mach ich wirklich nicht. Das war kein Scherz. Oh nein, ich hab Tin Alloy eingeschmolzen. Shit. Brauch ich gar nicht. Ich hoffe, es ist ein bisschen sinnvoller, kompakter. Ja, kann man so sagen. Oh, ich habe einfach einen Repeater eingespart. Ja. Aber es läuft jetzt wieder. Unsere Coke-Oven laufen nicht mehr. Du musst nur aufpassen, wir haben halt nicht genug Bronze drin. Ja, ja, doch, der müsste eigentlich schon fertig sein, oder? Ja, ich packe aber noch Kupfer hinterher gerade. Darum geht's. Bam, 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 bam. Also, das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen nervig, dass das so ewig dauert, das Verbinden. Weil das dauert halt wirklich lange. Also meinst du, ich soll wirklich 7 Steam-Turbinen bauen und gib ihn? Oh, jetzt habe ich was anderes ausgelassen. Tin Alloy. Ja, ist gewollt. Ich habe es aus Versehen eingeschmolzen. Und das nutze ich gerade als Puffer, dass Molten Bronze so ein bisschen sich aufbauen kann. Weil brauchen wir halt und so. Allmählich wird es aber warm bei mir in der Bude. Ich habe Fenster noch nicht auf. Ich hab einen Ventilator nehmen. Ich hasse dich immer noch. Ich sag das auch immer mit Absicht. Ganzen Bilder zu viel. Ja, guck doch, wie viel er da gerade aufbaut die ganze Zeit immer. Mit einem Autoklicker dran oder so. Anstatt Spawns zu verbrauchen die ganze Zeit. Aber ich glaube, wir brauchen dann gleich auch nichts mehr. Weil ich sag mal, das Glowstone ist ja nur so ein bisschen, ja, mehr oder weniger nice to have eigentlich. Ja. Achso. So. Dann brauche ich jetzt Bronze Plates. Wie viel Bronze haben wir noch? 45. Dann baller ich das mal durch. Machst du gerade die High-Pressure-Dinger oder? Nicht? Nee, ich mach die Steam-Turbine. Okay. 12 Stück. Nein, dann 18 Stück von denen. Reicht vielleicht sogar schon. Wäre cool. So. Oh, brauchst gerade Bronze. Nee, reicht nicht. Shit. Du kannst theoretisch rausnehmen. Es müsste gerade reichen. Okay. Also, falls du die Bending-Maschinen meinst. Ja. Weil braucht, sag mal, ein bisschen was an Stahl. Okay.
Was? Kann man Clay nicht in Firmes schmelzen zu Bricks? Wie macht man hier Bricks? Nein, du musst doch diese Clay-Form-Gedönster benutzen. Das habe ich ja jetzt erst gemerkt. Ja, es macht Spaß. So, nein. Und ja, das Ding. Gut, so. Und. So, ich habe sieben Steam-Turbinen. Das heißt, wir müssen uns jetzt wirklich überlegen. Ja, ich könnte noch sieben Rockbreaker eigentlich schon mal bauen. So machen wir. Ich muss halt gerade noch auf meinen Stall warten. Wenn die mal. Basic Rockbreak. Oh nein. Ich bin gerade überlegen, ob wir das. Na, wobei. Wir können jetzt entweder auf Steam, auf Stahl die ganze Zeit warten oder auf Bronze. Ja, auf eins von beiden muss ich warten. Ja, also ich meinte damit entweder, wir machen die Sachen halt aus Bronze oder aus Strom. Nein! Ah, Mist. Ja, wollten wir nicht so Mischwasch machen, wie du gesagt hast? Ja. Ach, Mann. Zum Glück habe ich schön eisgekühltes Trinken hier. Ja. Du machst dich echt unbeliebt bei mir gerade. Ich habe gar nichts mehr zu trinken. Ich muss mir gleich wieder was holen. Das Problem ist halt, die Basic Rockbreaker, also die aus Strom, ja. Die verbrauchen jeder zwei Schaltkreise, was jetzt halt nicht so wild ist, aber sind halt wieder 14 Schaltkreise, die noch wieder weg sind. Also von dem Stack ist nur noch ein halber Stack über. 35, ja. Ja, also die Tin-Cable und Glas ist auch nicht das Problem, aber die Maschinenhaar. Weil die braucht jeweils 9 Stahl schon mal. 10, 11, 12, 13, 14, also 15 Stahl brauchen wir pro Teil. Und das mal 7. Ich würde das mit Steam nur machen. Ist halt um einiges langsamer. Aber andererseits, wenn wir ein paar Upgrades in die Drawer reinpacken, läuft das über Nacht voll. Ja, wir machen das aus Steam. Also machen, brauchen wir keine Energie, oder? Doch. Ne, erstmal nicht. Gut, dann brauche ich auch nur die Steam-Dinger bauen. Ja. Ein Hyper. Ah, ne, das ist ein Coal Boiler. Wir müssen halt nur gucken, dass wir genügend Dampf dann produzieren und durchleiten können und sowas. Stimmt. Und ja, es ist halt extremst nervig, zwischenzulagern und sowas. Außer natürlich, wir machen das wirklich mit dem Project Red System. Aber ich weiß nicht, wie aufwendig das ist, das alles einzurichten und sowas. Ich glaube, das lohnt sich für die Anlage wir nicht. Wir haben halt noch keinen Diamant, das können wir noch nicht machen. Ach, wie gesagt, das Ding braucht man normalerweise nicht. Ich weiß schon. Wie viel wollten wir jetzt noch machen? Du brauchst. Ist das die Charging Bench? Nee, die brauchst du für Jetpack. Ich finde halt nicht mal das Teil, was du meinst. Das heißt, irgendwas mit. Warte. Das heißt Logistic Utility. Damit kannst du das halt alles einstellen und die Dinger einstellen. Meinst du Router Utility? Ach ja, genau, das Ding. Das Ding brauchst du dafür nicht. Nein. Ah, okay, aber Routed Junction. Ja, doch, wir brauchen Diamantplatten dafür. Also nicht zwangsläufig, aber würde die Sache um Faktor 1000 verbessern. Okay, darüber kriegen wir das schon mal nicht. Okay. Na gut, High Pressure Chamber. Nein. Ich habe alles fertig. Okay. Ne, Diamanten kommen wir erst ran, wenn wir Aluminium haben und dafür brauchen wir LV. Dann müssen wir es mit Hopper machen. So, ja. Das heißt, wir brauchen. Ich behaupte einfach mal, 7 Stück reichen längst nicht aus. Also bedenke, wir brauchen
7 Breaker. Wir brauchen mindestens 7 Hammer, eigentlich sogar noch mehr. Können wir uns nicht leisten. Lad dir den Autoclicker runter. Also, wir haben keine Diamond Plates und wir haben keinen Netherstar. Also. So, das heißt den Breaker. Wie viel Dust hast du mittlerweile gemacht? Mal so rum gefragt. Könntest du noch mal ein paar Draw bauen? Yes. Danke. 7 Stück sollten reichen. Die Zwischenprodukte brauchen wir ja, glaube ich, nicht da reinpacken. Nee. Okay, das heißt, wir brauchen jede Menge Bronze. Sogar sehr viel Bronze, tatsächlich. Glücklicherweise brauche ich nicht die, Ding. Ich glaube, das reicht erstmal. Ja, komm, ich baue die Teile. Ich brauche Holz, Kobbel, Redstone und Eisen. So, ja. Oh. I need more output. Ich bin am... Oh nein. Oh shit. Ich war gerade am überlegen, man könnte Small Bronze Pipes auch im Extruder machen, aber leider erst mit MV. Ja. Bringt uns also leider nichts. Weil da könnte man halt... Achso, ist 1 zu 1 das gleiche Verhältnis. Also, bringt doch nichts. Ich kann ja nochmal 4 Neues in den anderen bauen. Ich brauche halt Bronze ohne Ende. Ja, ist unten drin, du kannst austauschen ruhig. Da musst du... Glas genommen. Das ist mein Glas. Bitte? Hast du gerade das Glas genommen? Ja. Könnte ich das haben? Hier. Mehr kriegst du aber nicht. Ja, reicht doch. Ja, Corona-Forschung. Was? Black Granit und Red? Hey. Ah, wir haben sogar ein bisschen Black Granit mittlerweile. Ach, genau genug Glas gehabt. So, kommst du mal ganz kurz her? Bin auf dem Weg. So. Noch welche. Ich habe gedacht, hier quasi die Endprodukte. Und dann könnte man später einfach einen Hopper davor, hier ein Sieb rein und dann die Outputs hier wieder raussaugen. Dann hat man noch genug Platz dafür. Zumindest für ein Sieb pro Stoff. Jetzt könntest du noch so 2 Stacks Hopper bauen. Pi mal Daumen, vielleicht auch mehr. Hey, wir haben 8 Bronzeplates. Ja, wenn wir dann noch genug Eisen haben. Ja. Die ist ja nicht schon überlastet. Nö. Wo das denn? 1, 2, 3, 4. Das waren mehr als 4. So, nein, wir haben keinen Alu. So, wo kriegen wir am besten das raus? Ich weiß leider nicht mehr, wo wir... Da, Pure Crushed Tin aus... Gravel tatsächlich. Wir könnten Gravel klein machen, da kriegen wir relativ viel Tin raus. Hä? Hat Phil nicht eben gerade einen ganzen Haufen durchgeballert davon? War nicht. Karine. Ja,
Kastrine. Achso, mit Orange. Ach du Scheiße, die wird ja jetzt die ganze Zeit kaputt gehen. Hä, was denn? Das soll man rausnehmen. Der Table ist die ganze Zeit voll. verbrauche einfach ein paar Sachen. Hier ist sogar wirklich ein ganzen Haufen Tin. Mach ich auch. So, wie viel kriegen wir da in der Smelty raus? Ein Ingot, okay, das heißt, wir müssen sowieso pulverisieren. Alles andere lohnt sich nicht. Wir brauchen irgendwie... Ich mache jetzt mal was ganz krasses. Ich baue mal hier einen Weg wieder zu den Maschinen hin. Super. Weil ich vermute, dass wir noch länger die Maschinen hier stehen haben werden.